Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report. Wir sind gerade ein bisschen am Angeln, weil Pinky steht ja so auf Klingenfische, getrocknete. Und deswegen angle ich jetzt ganz viel Klingenfische. Meine Raupen werden es aushalten. Wir waren ja erst angeln an unserem Angelfest. Da haben wir viermal den ersten Platz gemacht, tatsächlich. Genauso wie dieses Mal beim Kampfturnier, erster Platz. Als nächstes kommt das Geisterjagdturnier. Da haben wir letztes Jahr schon den ersten Platz gemacht. Ich vermute dieses Jahr dasselbe. Fürs Herbstfest, da gibt es ja wieder das Reitturnier. Bis dahin muss ich mir noch einen Stall zulegen, weil ich dieses Jahr mitmachen möchte. Und gewinnen möchte. Mit einem Baumwolllama. Bin schon wieder größenwahnsinnig. Wahnsinnig, ich weiß schon. Ich denke, morgen werde ich mir einen Stall in meinen Grundstück bauen. Wenn sich da alle drüber freuen. Und ja, dann habe ich einen Baumwolllama. Darf er, glaube ich, nicht mehr meinen Robo hier mitmachen. Das wäre so ein bisschen sehr unfair. Es kann sogar fliegen. So, Katzenjau. Ein Klingenfisch. Irgendwie vergeht die Zeit voll schnell beim Angeln. Jetzt ist es wieder 8 Minuten später. Jetzt ziehst du einen süßen kleinen Flugfisch raus. Wieder 5 Minuten später. Klingenfisch. 4 Minuten später. So, ein Kaiser. Flugfisch. Yay. Freut sich die Pinky. Das ist genau der Pinky-Teich. Da haben wir damals Crabs gefunden in diesem Teich. Boah, lang ist es her. Jetzt wohnt ihr Crabs bei uns und verlässt eigentlich unsere Wohnung gar nicht mehr. Aber das ist schon lange so. Ich glaube, schon länger als Emily bei uns wohnt. Und Emily ist auch irgendwie so anwesend manchmal. Ich hoffe natürlich auf ein paar Kaiser-Klugfische. Wenn es einen Königsfisch gibt, freut sich das Museum. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen, aber wenn es so sein sollte, ist es halt dann so. Katzenjaus freut sich der Ack, dass er was zum Verkochen hat. Also optimaler Teich hier. Ein Königskatzenjau. Ja, der wird morgen direkt mal dem Museum vorgeführt. Flugfisch. Ein Kaiser. Klingenfisch. Irgendwie sind hier die Fische, die mit K losgehen. Katzenjau, Klugfisch, Klingenfisch. So. Eine Kristallhalskette, da freut sich die Lucy und die Alice. Die Alice ist übrigens auch mit von den Kandidaten ganz vorne, die demnächst aufsteigen. Das heißt, die bekommt demnächst auch, also Einladungen zu meinen Partys bekommt sie, Geschenke und vielleicht bekommt sie auch eine Spielverabredung nächste Woche. Mal schauen. Bei viel fehlt ihr nicht, das liegt glaube ich daran, dass Jack hochgestiegen ist. Okay, noch ein Kaiserglühfisch. Ein normaler Glühfisch. Ein normaler Klingenfisch. Ein Katzenjau. Ich denke auch morgen wird es in der Main Mission weitergehen, einfach weil Montag ist und montags immer die größte Scheiße irgendwie ansteht. Montag ist immer so voll der Stresstag und die restliche Woche ist so, okay, gehen wir schlafen. Montag ist immer so, what the fuck, wir müssen das und das noch all die Dinge und jetzt einfach so, können auch schlafen gehen. Nicht gerade nicht Millionen von Klingenfischen besorgen würde. Dann will ich das doch machen. Boah, es wäre auch noch cool, so ein Service,
Da, wo ich irgendwie so Fische bestellen kann, so wie ich es jetzt mit meinem Pflanzenfaser gemacht habe. Nein, ich habe keine Pflanzenfaserüberproduktion. Nein. Der Dava freut sich einfach nur, seine Pflanzenfasern loszuwerden. Für nur 10.000 oder 20.000, was es gekostet hat, mehr. Morgen hat die Sonja Geburtstag gekriegt, dann von mir ein schönes Gelbsaphir-Halskette. Damit sollte sie dann auch aufsteigen. Hochziehen wird sie damit, glaube ich, kein vielleicht Antoine. Ein Kaiser. Klingenfisch. Ja, aber Albert ist ja schon BFF. Django ist BFF. Emily ist völlige Hingabe. Und mit anderen Leuten hat sie jetzt eigentlich auch nichts mehr zu tun. Also denke ich nicht, dass sie dann morgen irgendwie was Special-mäßiges machen wird. Sie wird halt hochsteigen und vielleicht zieht sie einen Antoine mit hoch. Das ist das Einzige, was passieren kann. So, jetzt gehen wir aber mal heim, weil es schon spät ist. Ich noch den Aufstieg finden muss. Ich hatte auf der Xbox hier das zweite Angelturnier und das war richtig scheiße, da hochzukommen. Und Gale ist irgendwie so richtig rumgebackt. Okay, das sind Schlurpes. Hallo Schlurpes. Aber wenn wir da runterspringen, dann kommen wir zu unserem Fasthaus. Also ich finde es echt schön, wie die Stadt sich bisher so entwickelt hat und ich wette, dass es sich noch weiter so schön entwickeln wird. Okay, 22 Uhr. Gehen wir mal nach Hause. Boah, liegt da viel Kacke rum. Ich nehme die mal mit, weil wir haben ja so wenig Dünger letztes Mal gehabt und an den Knochen lag es jetzt nicht, sondern wirklich, dass wir kein Tierkot mehr hatten. Nehmen wir den einfach mal mit. Und wir haben eine Bambus-Papaya-Samen bekommen. Die müssen jetzt dann auch alle mal fertig sein. Die sehen auch ziemlich fertig aus. Ja, morgen sind die fertig. So, du hast nichts mehr zu tun. Was brauchen wir denn noch ganz dringend? Komm, Verbundholzbretter. Aber ich will mein Eisenholz nicht weghauen. Oh, was nehme ich denn? Komm, Holzbretter. Kann man ja immer brauchen. Der ist auch schon wieder fertig mit seinen Pauseplatten. So, du machst auch hier wieder hartes Aluminium. Es kommt mir so vor, als wenn es erst gerade gewesen wäre, dass wir das Teil voll gefüllt haben. Ah, okay, ja, dann machen wir mal nichts. Beziehungsweise Dünger könnten wir machen. Dünger, 7, ja, das ist schon mal was. So, du brauchst noch einen Tag. So, was hat der Ark mir alles eingesammelt? Bambus-Papaya. Ein paar Saphire. Hier direkt mal die Bronzebahn auswechseln. Jetzt haben wir jetzt bald 400, aber ich möchte gerne 500 von jedem haben. 10 Stunden braucht das nur noch. Eisenbahn. So, Faserstoffe. Ich denke, wir haben immer noch nicht genügend Faserstoffe. Okay, und als nächstes muss ich mir auch wieder das abgenutzte Fell bestellen. Es geht auch langsam zu Neige. Grüßen wahnsinniges etwas. So, öffnen. Alles weg da. Oh, ich habe gar keine Klingenfische mehr. Jetzt habe ich jetzt zum Glück wieder ein paar. Viele sind es nichts, aber 19 sind da schon mal ein Anfang. Und du wirst morgen gespendet. So, Kristalle hatte ich auch keine mehr. Sammeln. So, die Kette kriegt dann morgen gleich die Alice oder so. Oder die Lucy natürlich. Okay, ja, dann gehen wir mal schlafen. Oh, Emily rennt ein bisschen durch unser Haus. Pinky wohnt jetzt einfach bei uns. Was? Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass fucking Pinky bei uns wohnt. Hier ist ein getrockneter Klingenfisch. Okay, sie hat sich einfach gestreckt. Interagieren. Was mache ich jetzt? Oh, ich kann sie auch streicheln. Oh, es dreht sich einfach um das pinke, niedliche Viech da. Oh, und dann wird es nochmal armt. Es wird extra gekuschelt. Oh, es hat uns einfach angesprungen. Ich glaube, das tut arschweh, wenn das eine Katze das macht.
Oh, was für ein süßes Pinky. Okay, dann gehen wir mal schlafen. Und ich würde einfach mal sagen, das war's für die Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Mathemaportia. Bis dann. Tschüss.